Hi, ich bin Lukas, 27 Jahre alt, studiere Medizin in Bulgarien, in Varna. Abi-Note war nicht gut genug, klar. Und mache jetzt hier gerade mein Tertial der inneren Medizin und danach Pädiatrie noch hier im Helios Klinikum Krefeld. Für mich als ausländischer Student ist es der Weg zum PJ in Deutschland ein bisschen anders. Ich muss mich halt bei den Krankenhäusern direkt bewerben und nicht über dieses Portal im Internet. Ich habe dann der Frau Fied, das ist die zuständige Personalbeauftragte für die PJler hier, eine E-Mail geschrieben. Die kannte mich auch schon, weil ich hier schon formuliert habe. Und dann mit ihr den Schriftkontakt gehabt. Sie hat mir die Unterlagen zugeschickt. Ich habe hier die paar Unterlagen meiner Uni zugeschickt. Aber im Grunde genommen war das super einfach. Direkt hat sich die Frau Fied um mich gekümmert. Mich am ersten Tag im Empfang genommen, mich rumgeführt, mir alles gezeigt. Ich habe aber auch von Kommilitonen, die aus zum Beispiel aus Freiburg kommen, gehört, dass sie für ein PJ-Tertial nach Krefeld gehen. Und ich so: Woher kennst du denn Krefeld? Und haben die mir erzählt, dass zum Beispiel die Kinderklinik hier einen super Ruf hat und das Haus an sich unter Studenten wirklich beliebt ist, weil wir halt viel Teaching haben, weil die Studenten hier ernst genommen werden. Was als Student natürlich auch attraktiv ist, dass das hier ein Maximalversorger ist. Man kann viel sehen, viele interessante Fälle. In der Notaufnahme hatte ich zum Beispiel einmal mitgekriegt, dass wir einen Patienten mit dem Helikopter eingeliefert gekriegt haben, weil die den in seinem eigentlichen Haus nicht behandeln konnten, weil die da nicht das Personal und das Equipment hatten. Was in der Notaufnahme echt klasse war, man hat das Gefühl gekriegt als Student, man darf alleine arbeiten und macht wirklich schon Arztarbeit. Man hat wirklich das Gefühl gehabt, man macht das alleine. Man macht wirklich seine eigenen Patienten, auch wenn man natürlich immer noch den Welpenschutz hat und beaufsichtigt wird. Wir haben ja echt viele Teachings hier im Haus. Also PJ-Unterricht haben wir, glaube ich, 6 bis 7 Stück die Woche, wenn ich mich nicht täusche. Teilweise am Patienten, teilweise aber auch theoretisch in einem Besprechungszimmer oder auch an Simulatoren. Wir haben vor ein paar Wochen beim Dr. Streuter, das ist der Chefarzt der Pneumologiestation, auf der ich auch gerade meinen Teil der inneren Medizin mache, haben wir am Simulator Bronchoskopien gelernt, hat einen kleinen Simulationscomputer mitgebracht. Wir durften dann alle das Bronchoskop mal in die Hand nehmen, haben dann am Bildschirm dann eine Simulation der Lunge gesehen und konnten uns da mit seiner Hilfe mit dem Bronchoskop durch die Lunge navigieren. Das konnte ich dann jetzt heute tatsächlich, 2 Wochen später, am Patienten praktisch anwenden, weil ich mit dem Chef in der Bronchoskopie war und er einfach gesagt hat: So, Herr Wunderlich, kommen Sie mal her, greifen Sie das Bronchoskop. Also konnte ich das Wissen aus dem Teaching direkt praktisch am Patienten anwenden. Hat super Spaß gemacht. Jetzt bin ich diese Woche auf der Privatstation. Wir haben hier die neue Privatstation, wo wir halt die Privatpatienten der Pneumologie mitbehandeln. Haben wir jeden Tag halt die Chefarztvisite. Dementsprechend arbeite ich mehr mit dem Chefarzt zusammen. Ich bin dann mit der Assistenzärztin. Behandeln wir die Patienten zusammen, dann kommt der Chef, dann besprechen wir die zusammen. Dementsprechend kriege ich nochmal eine intensivere Betreuung der Patienten mit. Vom Chefarzt kann man natürlich auch immer viel lernen. Der geht auch sehr auf die Patienten ein. Ja, man merkt wirklich den Lehrauftrag hier, finde ich, sich wirklich dafür eingesetzt wird, dass man als Student was mitnimmt. Hier auf der Station habe ich auch die Möglichkeit, im Team gut mitzuarbeiten, weil ich auch für alle Internetzugänge und Portalzugänge vom hausinternen Websites und so freigeschaltet bin. Ich darf Medikamente anordnen, Patienten, Akten öffnen, Röntgenbilder anschauen, da habe ich überall die Zugänge. Wir im PJ, wir kriegen unser eigenes Telefon, dass wir intern halt uns absprechen können, aber dass auch die Ärzte und die Pflege und die Patienten uns auch erreichen können oder wir Rücksprache mit den Ärzten haben können. Wir haben unseren eigenen PJ-Raum, wo nur wir für freigeschaltet sind mit unserem Zugangsschlüssel, wo wir halt Computer haben, wo wir uns OP-Pläne angucken können oder Medikamentenakten, aber auch eine Kaffeemaschine und eine Couch. Viele wohnen auch hier im Wohnheim, was direkt um die Ecke ist. Dementsprechend können wir auch nach der Arbeit alle gehen wir mal zusammen ins Wohnheim oder in der Stadt mal was unternehmen. Haben auch eine WhatsApp-Gruppe, wo auch irgendwie News zu den Teachings geteilt werden. Wenn man Interesse zeigt, wenn man Bock hat, was zu machen, wenn man sich nicht ganz dumm anstellt, dann wird das auch belohnt. Dann wird versucht, dass einem was zugetraut wird, dass man was machen kann und dann guckt die Ärzte natürlich, wie man sich anstellt. Aber im Grunde genommen, wenn man engagiert ist, dann wird das auch entlohnt.